Ich hoffe, ihr habt die Pokalniederlage am Mittwoch gut verkraftet, Leute. Denn es bleibt keine Zeit zum Durchschnaufen. Gleich steht schon das nächste Heimspiel an. HSV gegen den SC Paderborn. Auf geht's in den Volkspark. Heftig, ne? So schnell wie der Schnee gekommen ist, genauso schnell schmilzt er auch wieder. Auch der Teich hier war ja bis vor 2 Tagen noch komplett zu. Hier hättest du Schlittschuh laufen können. Und jetzt alles wieder aufgetaut. Aber trotzdem vorsichtig sein, das ist immer noch rutschig. Ja, das ist ja wieder ein Samstag 13 Uhr Spiel. So, die Zeit ist noch ein bisschen kritisch, weil ich danach noch mal arbeiten muss. Und dann noch so früh aufzustehen, aber hilft ja nichts. Wir gehen jetzt frühstücken, brauchen Kaffee. Und zwar hier im legendären Einkaufszentrum Farmsen. So, mal gucken, was es hier bei Dallmayr so Leckeres gibt. Der ist auch immer sehr, sehr gut bestückt hier. Hallo, guten Tag. Ich hätte gern einmal so ein Preisel der Brötchen mit Käse. Und dazu noch einen kleinen Cappuccino zum hier trinken, ja? Ehrlich gesagt noch nicht so den Riesenhunger, aber so ein Cappuccino mit Schokopulver, dann noch so ein Camembert-Brötchen mit Preiselbeermarmelade. Das geht doch immer, das streiche ich mir auch noch schön hier so ein bisschen drüber. Alles andere als ein Sieg heute wäre einfach so fatal. Es sind jetzt noch 2 Spiele, heute gegen Paderborn und nächste Woche gegen Nürnberg. Müssen eigentlich schon 6 Punkte sein. Ich habe heute übrigens wieder richtig, richtig geile Plätze. 3. Reihe direkt am Feldrand. Ich bin da, Leute. Oh, die Stimmung ist wieder richtig gut. Mal gucken, wie es heute wird. So heftig, wie viele Leute heute wieder da sind, um den Verein zu supporten. Allgemein habe ich auch eine Statistik gelesen, dass der 2. Bundesliga-Schnitt von den Zuschauern her in Deutschland höher ist als der Ligue 1-Schnitt von der 1. französischen Liga. Und sogar ganz dicht hinter der Primera Division, also hinter der 1. Liga in Spanien. Heute kann ich wirklich mal entspannt diesen Fußmarsch gehen. Ich muss mich nicht beeilen. Wir haben es noch 3/4 Stunde vor Anpfiff. Ich sag's euch ehrlich, ich bin irgendwie noch nicht so richtig wach. Aber ich glaube, wenn ich gleich das Stadion betrete, dann läuft's wieder. Die könnten auch locker in der 3. Liga spielen und es würden trotzdem jeden Spieltag so viele Leute ins Stadion gehen. Beide Mannschaften haben eins gemeinsam, sind beide am Mittwoch aus dem DFB-Pokal geflogen. Allerdings Paderborn hat nur mit 1:3 bei Leverkusen verloren, bei Bayer Leverkusen, die gerade in der Form ihres Lebens sind. Also es ist gar nicht mal so schlecht. Man darf diesen Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die haben da schon einige Einzelkönner mit dabei. Unter anderem mit dem Ex-HSV-Spieler David Kinzombi im defensiven Mittelfeld. Ja, Gästefans vom SCP habe ich jetzt noch keine gesehen, hier auch beim Gästeeingang. Ich glaube, die sind schon wieder alle drinnen. Ja, ich bin durch die Kontrolle gekommen mit meinen Snickers. Den hat er mir nicht aus der Tasche gezogen. Eingang West. 20. Richtig guter Platz hier heute. Also ich weiß nicht, ob ich noch so erschöpft vom Mittwoch bin, aber jetzt kommt gerade wieder die Stimmung hoch, weil wir betreten das Stadion heute. Ja, so langsam kommt wieder von 0 auf 100. So. Denn wir sind Hamburg. Das ist unsere Welt. Und ein Verein, der uns fest zusammenhält. Und du weißt, hier kommt der Norden. Lässt dich nicht los. Arme nach oben. Jetzt geht es los. Wo ist in Hamburg der Süden? Wo ist in Hamburg der Osten? Und Anton, jetzt nochmal so laut du kannst. Jetzt machen wir uns bereit für die geilste Städtehymne der Welt. Ich habe einen harten Tag gehabt und musste nochmal raus. Ich hab noch ein paar Bier dabei und setz mich an die Pier. Die Schiffe und der Lichterglanz, ich denke so bei mir. Mein Hamburg liebe ich sehr, sind die Zeiten auch oft schwer, weiß ich doch, hier gehör ich her. Hier, wo ich geboren bin, wo ich spielte schon als Kind, in den Straßen, die mein Zuhause sind. Wenn ich von der dann will ich nie mehr gehen. Mein Hamburg liebe ich sehr.
hat seinen Vertrag verlängert. Emanuel Ferrei auch sehr, sehr gut in Form. In den letzten drei Spielen hat er dreimal getroffen. Das ist ja auch sehr witzig. Der Familienblock zieht heute eine Choreo hoch. Das ist vom Kids Club wahrscheinlich organisiert. Auch sehr cool. Ich glaube, die haben die Platzwahl noch nicht gemacht. Beide Mannschaften stehen nebeneinander im Kreis. Aber der HSV in den Rothausen gegen den SC Paderborn in komplett schwarz. Hier spielt übrigens heute der Dritte gegen den 10. HSV auf Platz 3 gegen Paderborn auf Platz 10. Und los geht's. Erste gute Chance für den SCP. Ah! Erster Schuss auf das Tor von Paderborn. Danke. Nein! Erste große Kopfballchance für Hamburg. Läuft wieder 1-1, weiter geht's. Da sieht man, wie einfach wir die Gegentore kriegen, ne? Wahnsinn. Also Jatta bis jetzt noch sehr, sehr unauffällig, überraschend unauffällig. Ja! Stark! Ja! Hier rüber! Digga, was macht ihr denn da? Ja! Nein! Oh Mann, gut zu Ende gespielt, aber... Krasse Position. Sehen wir jetzt endlich das erste HSV-Freistoßtor seit langer, langer Zeit. Nein! Und Halbzeit mit einem 1:1 geht es in die Kabine. Zweite Halbzeit wird jetzt angepfiffen. Und der HSV. Was ist mit Stefan Ambrosius? Lag jetzt schon zum zweiten Mal auf dem Boden. Das sieht nicht so gut aus. Und er muss runter. Er muss runter. Er kriegt natürlich den Applaus. Jetzt! Jetzt! Ja! Ja!
rutscht. Nein, das gibt's nicht. Spielminute, Tor für den SC Paderborn, Torschütze der 29, Ilias Ansa. Digga, und das ist ja nicht mal unverdient. Das ist ja nicht mal unverdient. In der zweiten Halbzeit kommt einfach gar nichts vom HSV. Und jetzt dreht Paderborn hier das Spiel, Digga. Das ist doch unglaublich. Das ist doch... Oh Mann, ey. Eine Stunde gespielt, 1-2. Komm, Jatzel! Jetzt! Nein, Mann! Die ersten Walter-Raus-Schreie hallen hier durch die Arena. Oh, es gab gerade eine gelbe Karte für Paderborn. Es wird aber nochmal gecheckt, ob es eine rote war. Der ist in der Böse hinten reingetreten in die Achillesferse. Für Philipp Bildia. Ich muss ja schon sagen, dass Paderborn einen guten Kader hat. Ne? Bildia ist jetzt rot raus. Der Anzahl, der Torschütze zum 2-1 auf. Und jetzt kommen nochmal Grimaldi und Sirlot Conte. Das sind sehr stabile Zweitligaspieler auf jeden Fall. Hat er den noch? Nein. Die Position ist gar nicht so schlecht. Was ist das denn? Er guckt es sich nochmal an. Oh nein, es kann sein, dass es auch die Rote für den HSV gibt. Er gibt jetzt bestimmt noch mal Rot für Muheim. Nein, es gibt auch Rot für Muheim. Scheiße. Digga, was ist das für ein bitteres Spiel hier schon wieder? Was ist das? Digga, ich raff's nicht, Digga. Man ist hier in Überzahl. Hätte noch die Chance gehabt, das Ding hier zu drehen, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und jetzt wird's so schwierig. Unglaublich, was für eine schlechte zweite Halbzeit Hamburg hier spielt. Unfassbar, nicht mal irgendwas Gefährliches. Ey, Paderborn spielt das hier einfach fast easy nach Hause. Ich weiß auch nicht, was da los ist, ey. Das ist ja so, den hält er mit der Brust, der Torwart. Es läuft die allerletzte offizielle Spielminute. Komm! Schieß! Nein! Guck mal, die können Zeit verzögern. Sowas hätte der HSV mal in Berlin machen müssen. Lernt mal davon, Alter. Komm, Jatta! Oh! Nein! Und er fällt das Spiel ab! Hamburg verliert zu Hause! Mit 1-2, das ist so bitter, das darf doch alles nicht wahr sein. Ja Leute, komplett im Loch. Heimspiel verloren, das erste Heimspiel der Saison, trotz Führung gegen den SC Paderborn. Ich will jetzt auch gar nicht so viele Worte verlieren. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Lust dazu habt. Und abonniert den Kanal, damit euch auch das Video aus Nürnberg nächste Woche angezeigt wird. Und hoffentlich dann, dass wir dann noch vergnügliche Weihnachten feiern können. Haut rein, ciao Leute.